Tam, tadadam, tadadam, Freunde des gepflegten Turniersports, the Geo is back. Bis gleich. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt wieder eine Geo. Planet Eclipse hat sie quasi nach dem Motto auferstanden aus Ruinen, die allseits beliebte Geo wieder an Start gebracht. Im Turnierbereich auf jeden Fall eine Legende, wurde dann von der CS2 abgelöst. CS1 hieß noch Geo, dann CS1.5 glaube ich auch noch ganz leise, CS2 dann auf jeden Fall nicht mehr. Jo, da ist sie wieder. Und zwar, was ist dabei? Was ist anders? Was ist neu? Jo, herzlich willkommen wieder zu unserem Review. Es ist halt einiges, was ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr euch mal unser CS2-Video oder so angeguckt habt. Deswegen gehe ich jetzt nicht auf alles super detailliert ein, damit das hier nicht komplett den Rahmen sprengt. Möchte euch aber trotzdem nochmal eben alles zeigen, wie die Geo einzuordnen ist. Erstmal schon mal, was positiv ist im Vergleich zu der CS1.5 oder CS2 oder CS1. Ist sie im Preis gesunken, die kostet 1299, was immer noch viel Geld ist, aber normalerweise sich im unteren Bereich des High-End-Turniersports abspielt. Fangen wir mal gleich an. Sie kommt in dem schönen Hartschalenkoffer, wie wir ihn alle lieben, mit dem geilen Hartschaum. Da wackelt nichts, das hält ewig. Es sind allerdings keine Bags dabei. Ha, bei der CS2 oder so waren, oder 1.5 waren auf jeden Fall noch Bags dabei. Dem Preis geschuldet wurde das wegrationalisiert. Leider, aber gut, für das Geld, was sie weniger kostet, kann man sich auch locker alle Bags nachkaufen. Geile Anleitung. Super bebildert. Was will man mehr? Ist auf Englisch, aber mit schönen Schaubildern. Also kann man auch schnallen, wenn man das Englische nicht ganz so mächtig ist, weil da eben auch viel Fachchinesisch drin ist. Dann alles an Ersatzteilen, was man braucht. Hole ich jetzt nicht raus. Habe ich schon mal gemacht. Dann lag der ganze Tisch voll mit Ersatzteilen. Einfach alles dabei. Bis hin zu irgendwie alles dabei. Könnt ihr das Ding komplett wieder aufbauen? Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Gutes Imbusset sollte bei jedem guten Markierer dabei sein. Eine Laufsäge, das Wichtigste. Fett, DOW33 sollte da drin sein. In dem Fall heißt es Eclipse Grease, aber das geht normalerweise auch nicht leer und wenn, holt ihr euch einfach Neues. Kostet nicht die Welt. Es sind zwei Bolzen dabei. Einmal der Soft-Tip-Bolzen für super sanfte Paint und der normale Bolzen, wie der auch bei der CS1.5 zum Beispiel dabei war. Das heißt, ihr habt wirklich die Wahl. Jo, kommen wir gleich zum Markierer selber. Wir fangen mit dem Shaft FL-Lauf an. Ich habe ja schon gesagt, es sind keine Bags dabei. Ihr habt aber trotzdem ein super gutes Laufsystem. Sie kommt mit 89er Bore-Size, was eine super Größe ist für alle möglichen Bälle. Ich würde mir aber noch ein kleineres Bag dazu holen, dass ihr, wenn ihr euch die holt, noch ein 85er Bag auf jeden Fall dazu holt oder vielleicht auch noch ein 81er Bag. Dann seid ihr bestens aufgestellt. Hier das neue Alu-Tip, wie man es schon aus der CS2 Pro kennt. Früher waren die Carbon-Tips dabei, fand ich Tick geiler, ist allerdings auch ein bisschen anfälliger und auch deutlich teurer, weswegen jetzt hier der Preis ein bisschen gesunken ist und man da irgendwo Abstriche machen muss. Aber mit den Helix-Bohrungen und so, ich kenne das von der CS2 Pro, kriegt ihr da auch einen super präzisen, leisen Schuss mit hin. Das passt. Dann hier zum Body selber. Manche sehen, hey, die sieht doch vielleicht so ein bisschen aus wie eine alte Geo 3.5. Ich glaube auch, oder? CS1 war so ein bisschen von der Griffgeometrie, war so ein bisschen schräg nach hinten. Hier ist es so, dass sie das Ding wieder so ein bisschen gerade nach unten gemacht haben. Das hat jetzt den Vorteil, nenne ich das einfach mal, dass das Ganze ein bisschen kleiner, kompakter wird, man hier näher an die Maske kommt zum Schießen und das eigentlich, finde ich, der richtige Weg ist. Es sind die Griffschalen aber der CS2, die sind auch richtig gut. Im Vergleich zu CS1 oder 1.5 waren da ja diese etwas dicken, klobigen Griffschalen, wo ich jetzt auch kein großer Fan von war. CS2-Griffschalen sind halt mega. Zum Aufmachen musst du hier einfach klack einmal das Ding nach vorne machen, den hier einmal klack nach vorne machen. Dann hast du hier so eine kleine Nase, dann kannst du das hier einmal zack, zack abziehen, baust die Griffschalen ab. Super easy. Also einfacher kann man halt Griffschalen nicht abbauen. Trotzdem sind die extrem dicht. Und da kann aber wirklich jetzt keine kleinen Schräubchen oder so weggammeln. Das hat mich bei der CS2 und so fand ich das auch schon, fand ich auch schon mega geil. Jo, mach ich mal schnell wieder rein. Es ist allerdings mittlerweile auch so, während man früher die Griffschalen noch immer aufmachen musste, um an seine Batterien zu kommen, ist es so, dass Planet seit einigen Generationen das halt geändert hatte. Bei der CS1 waren halt, sind die Batterien hier nach vorne gewandert. Ich glaube, bei der Geo 3.5 war das noch nicht so. Nee, die hat noch den klassischen Regulator. Der Regulator ist jetzt hier, der inneren Regulator. Und hier sind jetzt zwei AA-Batterien statt die großen, etwas schwereren 9-Volt-Blöcke. Das reicht auch völlig aus, war ich am Anfang skeptisch, funktioniert aber super. Also, ja,
bewährte Technik in richtig geil. Man kann diese Dinge halt auch, wie ihr eben schon gesehen habt, super easy an und wieder abmachen. Das heißt, zum Batterien wechseln, kein Werkzeug, abziehen, Batterien rein, fertig. Das gleiche gilt hier für die Bodytents und die Eyecover. Das war früher immer die Schwachstelle bei vielen Markierern, dass man hier eine kleine Minimalenschraube hatte. Hatte ich in dem CS2-Review auch mal gesagt, ihr habt hier einfach diese Plastiklaschen. Ich mache es jetzt nicht so, sonst fällt mir gleich das Eyecover ab. Ich muss einmal umdrehen, zack. Jetzt würde das Eyecover hier einfach zack, super easy abgehen. Das heißt, wenn ihr mal an die Augen ran müsst, weil ihr da Farbe oder so habt, kommt ihr da super easy ran. Oder wenn ihr die Bodytents vor allem wechseln müsst, das müsst ihr nämlich irgendwann mal machen. Das sind hier die kleinen Nupsis, dass die Wellen nicht durchrutschen. Die könnt ihr hier einfach super schnell wechseln. Auch ein Look on Planet da, dass die seit Jahren die gleichen Bodytents verwenden. Das heißt, wenn ihr andere Planet-Markierer habt, könnt ihr die gleichen Bodytents auch in eure Geo reinbauen. So, das Ding wieder einrasten. Selbst diese kleinen Plastiklaschen sind auch als Ersatzteile dabei, sogar zweimal. Wenn man die verliert, was eigentlich nicht passiert, kann man die trotzdem auswechseln. Cool. So, dann eine große Neuerung noch. Komm, gehen wir ans Eingemachte. Ganz kurz noch erklärt. Bomben-Klemmfeed. Und super gutes On-Off. Flasche rein, zumachen, Luft drauf, zum Entlüften einmal hier rauf drücken. Dann wird es automatisch entlüftet, das Ding geht automatisch nach vorne, sprich man sieht automatisch, oh okay, Luft ist ab. Kann man also auch als optischen Reiz nochmal sehen. Und das ist echt zuverlässig, das habe ich bei mir in der CS1.5 auch so ähnlich verbaut. Und in anderen Markierern ist es auch schon seit geraumer Zeit drin. Jo, aber wir kommen zum Eingemachten, nämlich warum das Ding wieder Geo heißt und nicht mehr CS3 oder CS2.5 oder CS2.1,73 Pi-Periode. Es ist nämlich der IV-Core wieder verbaut. Und zwar, ich habe hier mal eben, um das zu demonstrieren, meine CS1.5 hergeholt. Da haben wir nämlich das gleiche Bolzensystem mehr oder weniger wie auch jetzt bei der Geo 4. Es ist einfach so, dass dieser IV-Core-Bolzen, er hatte einfach viele Fans, so, weil der Schuss war smooth, der Schuss war sanft, der Schuss war präzise. Es war einfach ein super cooles System. Vor allem war das Ding so die letzte Variante, wie das halt in den CS1 noch verbaut war. Ich zeig das hier mal eben an. So. Na, das ist gleich. Beim Bolzen ist es so, ihr habt hier die neueste Variante von dem Soft-Tip-Bolzen. Hier war auch ein anderer Soft-Tip-Bolzen dabei. Der hatte hier die Gummikappe komplett drüber. Aber ich habe versprochen, nicht zu nerdig abzudriften. Deswegen, Franzi, du musst mal Stopp rufen, wenn es zu kleinteilig wird. Ne? Dann verliert sich so, ja, und hier und da und hier, was das ist. Ne? Dann schalten die Leute ab und gucken Netflix. Also, können sie ja machen, aber. So, back to topic. IV-Core und eben Schrägstrich zum Gamma-Core Pro. Ich habe hier eine CS2 Pro, da könnt ihr es nochmal eben ganz schnell sehen. Da ist nämlich der Gamma-Core verbaut, wie man es halt aus der GTEC 160R, 170R oder auch ETA 2 kennt. Der Bolzen ist ein bisschen kleiner. Aber was ganz geil ist, dass ihr eben bei den IV-Cores hier von außen die Möglichkeit habt, euer Solenoid noch zu steuern. Und zwar über diese, ich glaube, Solenoid Flow Restriction Screw. Was das Ding hier ist. Heißt, glaube ich, so. Sonst schreibt es in die Kommentare. Ey, allgemein nochmal wegen Geos, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, Geos sind Legende und so. Schreibt gerne auch nochmal kurz eure Geo-Erfahrung rein. So, wie ihr sagt, keine Ahnung, ich habe mir damals die Geo 2.0 gekauft und dann habe ich mir dafür meine Spider E99 verkauft und auf einmal wusste ich, was ein High-End-Turniermarkierer ist. Oder ich habe mit meiner Geo 3 irgendwie die DPL gewonnen oder verloren. Oder was auch immer. Also, ne, schreibt gerne mal so Paintball-Retro-Talk. Finde ich immer ganz geil. Also, wir waren stehen geblieben bei dem Bolt-Kit und eben bei dieser Schraube hier. Das ist nämlich so, über diese Schraube könnt ihr einstellen, wie sanft der Schuss ist. Wenn ihr die ganz runter dreht, dann kann das sein, dass die Kanone ein bisschen unkonstant läuft und ihr vor allem auch nicht mehr so hohe Rate of Fires bekommt. Es ist allerdings ja so im Turnierbereich, dass die Rate of Fire eh gecapped ist, dass man halt eh auch keine 20 Bälle mehr schießen darf oder 15. Und demzufolge habe ich bei mir, bei meiner CS1.5 zum Beispiel, das Ding relativ weit runtergedreht. Und das Ding braucht sich halt, so wie es eingestellt ist jetzt, so wie es läuft mit den O-Ringen und so weiter, auf jeden Fall nicht von der Lux X verstecken. So. Also wir ballern ja hier irgendwie regelmäßig alle High-End-Kanonen auf dem Feld. Auf unserem Sundays Club, den wir hier immer einmal im Monat veranstalten. Und dann nimmst du natürlich auch mal die Kanonen von den Kollegen in die Hand. Und die Lux X ist halt auch ein super geiler Markierer. No offense. Aber die Smoothness hier von so einem gut eingestellten
IV-Core Ballermann kann auf jeden Fall was. Das werden einige von euch bestimmt auch bestätigen, die das ein ähnliches Setup spielen. Also von daher finde ich es cool, dass man jetzt quasi ja so ein bisschen ein gewisses Luxusproblem hat, dass man zwei sehr erfolgreiche Bolzensysteme hat und die einen Fans von dem einen Bolzensystem jetzt auch mal wieder bedient. Ansonsten ja, würde ich mir das Dream-Ding zusammenstellen, würde ich mir vielleicht den Griff hier noch ein bisschen schlanker wünschen, aber gut, ich habe den ja hier auch drauf und komme da halt super mit klar. Ich glaube, das war's schon. Ja, ist der Blade-Trigger. Ist ein bisschen anders als der CS2-Trigger, glaube ich, meine ich, weiß ich. Schießt sich aber gut. Oh, ich muss wieder triggern üben. Konnte ich ja eh noch nie so richtig und jetzt habe ich natürlich noch weniger Zeit gehabt und alles allgemein. Oder einfach mehr Kaffee trinken. Dann geht das auch. Ja, komm. Wir gehen aufs Feld, Franzi. Wir müssen den Leuten zeigen, wie man die schießt auch. Wie die schießt. Bisschen ballern. Endlich. Haha. Bis gleich. So, wir sind hier bei uns jetzt auf dem Village-Feld. Und ihr fragt euch, warum seid ihr auf dem Village-Feld? Das ist doch ein Turniermarkierer. Guckt mal darüber. Was ist da los? Wir bauen gerade unser neues Feld auf. Wir haben im Winter immer ein anderes Feld stehen als im Sommer. Und jetzt ist gerade die Übergangsphase. Das heißt, diese Woche bauen wir das neue Feld schon auf. Boah, ich weiß gar nicht, wann das Video kommt. Naja, auf jeden Fall bauen wir jetzt, also wenn das Video gezeigt wird, steht das neue Feld schon wieder. So, genau. so viel ist zumindest sicher. Der Rest, und sorry, dass ich eben so schnell geredet hatte, aber das ist halt, ja, vom Thema her, ich wollte halt auch nicht zu... Ach, schreibt auch mal in die Kommentare, ob es vielleicht ein bisschen zu schnell war oder ob ihr klargekommen seid, weil es ja auch ein bisschen fachchinesisch war. Aber jetzt geht's ums Schießen. Vielleicht war es auch, weil ich das Ding endlich mal schießen wollte. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Und kurz zum Setup. Ich habe jetzt nicht das Original-Bag genommen, weil es ein 89er ist, weil wir haben hier noch unsere alte Winterpaint, die ich wegballern will. Und die ist halt relativ klein, deswegen habe ich jetzt ein 85er-Bag von mir selber draufgepackt. Ist ja hier alles kompatibel. Spire 3 habe ich da drauf, den ich sehr schätze. Und hier ganz normal 300-Bar-Flasche. Das Wichtigste, wie immer, Maske auf. Ja, ich bin gespannt. Anmachen, Luft drauf machen, Bälle reinmachen. Aha, wie schießt? Hört sich auch gut an. So, wir gucken mal. Sehr smooth, extrem smooth vom Schuss. Unser Paintball. Guck mal. Das kippt gar nichts, obwohl ich die so in der freien Hand habe. Und man kann das Ding hier auf jeden Fall noch runterstellen, dass die als Mover wird, diesen SFR-Knob. Vom Handling ist es halt so, wie man es halt wirklich mag. Ihr habt jetzt die schmalen CS2-Grips, von denen ich eben gesprochen hatte. Die finde ich auch bei kleineren Händen, dass das mal sehr gut klarkommt. Hier ist es so vorne. Viele spielen das Ding so. Ich persönlich hatte mir angewöhnt, es so zu führen. Es ist halt einfach Geschmackssache. Aber allgemein... so, dass man, also gerade auch so Gunwechsel und so, geht halt wirklich echt flott damit. Und auch Running and Gunning, gucken wir mal, da ist der Gegner. Oh. Er kann nicht mehr triggern. Ah, geht noch. Sah auch schon mal besser aus. Ja, aber alles in allem. Schießt die sich halt super easy, super smooth, wie man es halt erwartet hat. Kein Kick, extrem ruhiger Schuss, alles an Features, was man braucht. Also, ich schieße die zumindest nochmal leer. Ja. Ja. Los. Niemals so schießen. Immer umgreifen. Ja, erstmal sieht es voll bescheuert aus. Zweitens habt ihr halt einen viel besseren Schuss. Ach, tut das gut. Wieder ballern. Einen haben wir noch. Jo.
Wir sehen das Ding mal eben, bis gleich. So, das war's von unserem Geo4 Review. Wie gesagt, nächstes Mal steht das Feld wieder. Finally, dann können wir wieder ballern. Ansonsten hat mich die Geo auf jeden Fall überzeugt. Das ist halt einfach eine Geo. Eine Geo ist halt eine Geo. Und ja, also von den Features, wie ich sie schon erwähnt habe, ist das Ding wirklich ausgereift. Vereint halt einfach auch viele Sachen, die es schon gibt, ja. Also man muss schon ehrlich gesagt sagen, die haben jetzt nicht den Stein der Weisen irgendwie gefunden und alles neu gemacht, sondern halt auf das, die verschiedenen Elemente, die sich jetzt in letzter Zeit halt bewährt haben, wo sie gute Erfahrungen mitgemacht haben, haben sie halt hier einfach eingebaut. Wenn jetzt ich will das super fancyste Neue und alles, was noch nie gewesen ist, dann wäre das jetzt nicht die richtige Kanone. Wer aber schaut, ey, was Zuverlässiges zu einem, finde ich, irgendwie halbwegs fairen Kurs. Also Turniermarkiere sind halt leider immer teuer. Liegt auch daran, weil da oft viel Produktionszeit reingeht und der Markt halt auch nicht so riesig ist. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr hiermit auf jeden Fall einen zuverlässigen Begleiter haben. Und auch wenn ihr jetzt keine Turniere spielt und einfach nur irgendwie einen geilen Markierer haben wollt, der schnell ballert und wo ihr wenig Ärger mit habt, dann wäre das halt auch einfach eine Empfehlung, wenn ihr das Kleingeld dazu überhaupt. Ne? Ich weiß, das Ding kostet halt irgendwie 1,3, also was jetzt auch nicht wenig ist. Ansonsten schaut gerne mal bei uns vorbei bei Instagram und so weiter. Da gibt es auch mal ein paar witzige Sachen, was da so passiert hier bei uns im täglichen Ablauf. Weekend Warrior Shop steht aber, glaube ich, hinten noch in der Videobeschreibung. Ihr kennt das ja, ne? Aber sag mal, ich habe eine Frage. Ja, Franzi hat eine Frage, ganz kurz. Genau. Franzi hat eine Frage. Was ist denn, wenn ich die in einer anderen Farbe haben will? Dann sagt ihr uns auf jeden Fall kurz Bescheid, ja? Also das heißt, ihr könnt uns eine Message schreiben bei Instagram, bei Facebook. Am besten ruft ihr uns an oder schreibt uns eine Mail, ganz klassisch. Dann besorgen wir euch die Farbe, die ihr haben wollt. Weil das Ding ist, wir legen uns da halt nie irgendwie viele Farben von hin. Meistens nur so 1, 2, 3, je nachdem, wie sie halt weg sind. Und dann besorgen wir die anderen Farben auf Anfrage. Weil es halt leider echt ein relativ kleiner Markt ist. Und ja, dann holen wir die immer lieber frisch vom Bäcker. Das ist auch cool. Anstatt die alten Brötchen von letzte Woche. Ja. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bleibt sauber. Bis bald. Beste Grüße. Ciao. Ich hab noch einen halben Pott gefunden. Hey. Muss er weg. Doch nicht alle. Bis bald.